Let it snow, let it snow, let it snow. Ich liebe Stollen, aber die Zubereitung dauert meist ewig und dann muss man noch wochenlang warten, bis man ihn anschneiden kann. Deswegen gibt's heute von mir eine schnelle Version. Bevor ich mit dem Teig anfange, schnibbel ich erstmal ein bisschen was. Und zwar habe ich hier Zitronat und Orangeat. Das ist ja irgendwie sowas, wo eigentlich keiner richtig weiß, was es eigentlich ist. Aber es gehört in Weihnachtsgebäck, also auch in meinen Stollen. Aber viele mögen das, glaube ich, nicht so gerne. Deswegen hacke ich das ganz, ganz fein. Dann bleibt das Aroma, aber niemand muss darauf rumkauen. Also, nee, so schmeckt das auch nicht. Söri sagt, es ist wie Gummibärchen, schmeckt ihm aber auch nicht. Nee. Mega hart. Ich könnte es natürlich jetzt kurz googeln und euch genau sagen, was es ist, aber ich kenne euch ja. Ihr schreibt mir das bestimmt in die Kommentare und erklärt mir, was das genau ist. Das ist vorbereitet. Und dann habe ich noch was im Gefrierschrank, wartet. Und zwar Marzipan. Das macht den Stollen nämlich auch noch super mega saftig. Und damit man das Ganze besser schneiden kann, habe ich das kurz ins Gefrierfach gelegt. Smart, ne? Marzipan-Rohmasse gibt es eigentlich immer. Und falls ihr da nicht so drauf steht, könnt ihr das natürlich auch weglassen. Aber wie gesagt, es macht den Stollen einfach super mega juicy. Alternativ könnt ihr auch gemahlene Mandeln nehmen. Ich schreibe euch das nochmal ins Rezept, dann schmeckt es nicht ganz so marzipanisch. Aber ist geil. Bisschen was zum Naschen für mich. Und kalt. Marzipaneis. Jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Wir müssen nur noch schnell den Teig machen. Dafür habe ich hier weiche Butter. Und Zucker. Und das beides darf jetzt erstmal richtig doll aufschlagen. Wenn die Butter schön schaumig ist, darf erstmal ein Ei dazu und dann noch eins. Zwischendurch wieder rühren. Wichtig ist auch hier, wie bei den meisten Teigen, dass die Eier nicht aus dem Kühlschrank kommen und die Butter schön weich ist, damit alles die gleiche Temperatur hat und sich gut verbindet. Jetzt darf der Quark dazu und der hat auch Zimmertemperatur. Das Gute ist, eigentlich kann man die auch aufmachen. Söre, ihr habt zu lachen. Jetzt kommen die Gewürze. Und zwar habe ich hier erstmal mein Gewürz Wow für Süßes. Da ist drin ein bisschen Zimt, Muskat, Vanille, Tonkabohne und das passt ganz wunderbar hier rein. Apropos, für den Fall, dass ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, das Gewürz eignet sich ganz wunderbar. Und auch alle meine anderen Gewürze, falls ihr mal schauen wollt. Oder zum Beispiel auch mein Kochbuch. Wenn ihr das jetzt noch bestellt, dann gibt es sogar eine persönliche Weihnachtswidmung von mir. Also auf zu felicitas10.de und jetzt Werbung Ende. Also, Wow für Süßes, Weizenstollen ist, natürlich auch noch jede Menge Zimt und Nelken und Kardamom, die mahle ich kurz. Ihr könnt das Ganze natürlich auch schon fertig gemahlen kaufen oder Stollengewürz verwenden. Aber diese Gewürzmischung ist wirklich sehr gut. Gut, ne? Boah, das ist ja richtig. Und das Krasse ist nämlich, Sören meinte ja gerade, man riecht so dolle. Wenn man es frisch malt, ist es einfach viel intensiver. Eine ordentliche Prise Salz. Und jetzt nochmal Abfahrt. Ach so. Wir stehen doch mal drüber. So, ich tausche das kurz aus. Wir sind fertig. Mit den nassen Zutaten, Knethaken und jetzt vermischen wir das Mehl mit Backpulver. Normaler Stollen ist ja mit Hefe, aber meine Version ist mit Backpulver, weil das geht viel schneller und man muss keine Stunde warten, habe ich ja versprochen. Und jetzt darf der Rest auch noch mit rein. Ich habe hier die Mehl-Backpulver-Mischung, Mandeln für den Knack und Rosinen, die ich in Amaretto eingeweicht habe. Ihr könnt sie aber auch in Wasser einweichen oder in Rum, je nachdem, worauf ihr Bock habt.
Und wenn ihr gar keinen Bock habt auf Rosinen, dann lasst sie einfach weg. Alternativ zu Rosinen könntet ihr zum Beispiel dann auch getrocknete Kirschen nehmen oder Cranberries, damit man trotzdem irgendwas Saftiges, Fruchtiges hat. Fast hätte ich das ganze gehackte Zeug vergessen. Wupp, rein, rein, rein. Ein letztes Mal durchrühren und dann kann schon gebacken werden. Ich habe richtig Bock, das mal roh zu probieren. Oh, ist mega lecker. Mmh, Cookie Dough mit Stollen. Neue Geschäftsidee. Mega würzig. Lecker. So. Nun muss es nur noch gebacken werden. Und ich habe mir extra so eine fancy Stollenbackform bestellt. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach in eine Kastenform backen. Oder in zwei, je nachdem, wie viel Teig ihr habt. So. Form ist eingebuttert. Und jetzt darf der Teig rein. Ich weiß noch nicht so genau, wie sich das hier vorgestellt haben. Ah, so hält's. Das ist schon eine Erfindung. Jetzt wird sie reingestippt und muss eine Stunde in den Ofen. In der Zeit lecke ich die Schale aus. So, hier riecht's wie in der Weihnachtsbäckerei. Ich hole mal meinen Stollen raus, den Oschi. Oh yeah. So, der Moment der Wahrheit. Yay! Natürlich muss auf den Stollen jetzt noch Butter. Deswegen lasse ich noch ein bisschen was schmelzen. Aha! So, ich nehme mein Pizzablech, weil der Stollen so ein Oschi ist. Söri, jetzt musst du kurz deine Kamera weglegen und helfen. Das ist irgendwie krass, man kommt sofort in Weihnachtsstimmung. Und jetzt die ganze schöne Butter drauf. Jetzt das Finish, natürlich ganz dick Puderzucker. Woohoo! Söri und ich haben jetzt ordentlich gesucht und tatsächlich noch diese Platte bei mir gefunden. Die sieht ja wohl aus, als ob sie für den Stollen gemacht worden wäre. Eigentlich ist es noch ein bisschen zu früh, um ihn anzuschneiden, aber ich habe so Bock und ich habe ja gesagt, es ist ein sehr schneller Stollen. Ich mache es jetzt einfach. Okay, wie saftig kann es sein? Das sieht man ja jetzt schon. Geil! Ich nehme jetzt einfach mal ein Stück und er sieht wirklich so saftig aus. Boah. Boah. Duftet. Boah. Hm. Also ganz ehrlich, ich warte nie wieder auf den Stollen, sondern mache nur noch diese mega schnelle Version. Und ich hoffe, dass ihr jetzt ganz viel Bock habt, ihn auch nachzubacken. Und ich sage tschüss. Auf die Weihnachtszeit. Auf die Schnelle. Hast du schon genug Stress, Moment? Nom, nom, nom! So geil.